Wir haben ja schon die Halbzeit unseres Kalenders überschritten. Die Nummer 13 wieder mit so einem entzückenden Faltsternchen. Liebe Eich, glaube ich, hätte schon für das Sternchenfalten die ganze Adventszeit benötigt. Ich kann nie raten, was da drinnen ist. Aus dem, wie sich's angreift, das greift sich nach einem Döschen an. Es ist ein Döschen. Ich mache wieder zuerst auf, bevor ich schaue, von wem es ist. Aha, das ist mit dem Deckel eine, mein Gott, eine handgeschnitzte Zopfmusternadel in einem noblen Etui. Jetzt muss ich aber schauen, von wem das ist. Bitteschön. Schaut euch mal das schöne Ding an. Also ich sehe schon, ihr Schäfchen wisst schon sehr viel über mich. Zum Beispiel, dass ich unglaublich auf Holz stehe, dass ich gerne Pinky mag. Und so etwas liebevoll geschnitzt, das ist natürlich traumhaft. Aber von wem? Ups, da versteckt sich was. Liebste Elli, ich wünsche dir Tante Lore eine schöne Adventszeit und fröhliche Weihnachten. Ganz liebe Grüße, Lila. Lila, du weißt, womit du mir eine Freude machen kannst. Ja, natürlich, die Lila weiß ganz genau, was ich gerne mag. Und so eine hübsche, und ich bin ganz sicher, die hat auch die Lila selbst geschnitzt, wie ich die Lila kenne. Ich muss noch schnuffeln dran. Danke, liebste Lila, ich freue mich. Ja, eins muss ich natürlich noch sagen, für all jene, die Lila nicht kennen oder die nicht wissen, wer die Lila ist, muss ich natürlich schon dazu sagen, ohne unsere Lila gäbe es Nadelspiel überhaupt nicht. Es wäre mir nicht möglich, dieses Maß an die Menge an Korrespondenz zu bewältigen. Unsere liebe Lila ist die Chefin im Club-Nadelspiel, den findet ihr unter club2.nadelspiel.com und macht die gesamte Korrespondenz der Website, also beantwortet immer brav die Kommentare in verschiedenen Sprachen, schreibt immer wieder mal Anleitungen, auch in verschiedenen Sprachen und steuert Häkelschriften bei, die sie in einem CAD-Programm konstruiert. Die Lila ist einfach genial. Danke, liebe Lila, dass es dich gibt für Nadelspiel, auch im Namen aller Schäfchen. Aber natürlich ganz besonders von mir. Danke.